Und wir schauen in die Ukraine. Steffen Schwarzkopf zugeschaltet jetzt aus Bachmut. Denn bei dir, Steffen, gibt es auch unweit von dir, du drehst dich auch gerade schon um, heftige Kämpfe. Vielleicht kannst du uns erst einmal einen aktuellen Lagebericht geben. Also die Stadt Bachmut ist den ganzen Tag, wie auch die vergangenen Tage, unter heftigen Beschuss. In den vergangenen Minuten haben wir hier mehrere, auch heftige Einschläge im Stadtzentrum gehabt. Artillerie oder Raketen ist für uns schwer zu sagen. Wir hören gleichzeitig auch die ukrainische Armee, die auf die russischen Stellungen feuert. Nach unseren Informationen, das ist das, was die Soldaten uns sagen, sind die russischen Stellungen vielleicht 5, vielleicht 6, vielleicht 7 Kilometer entfernt. In den letzten Wochen sind sie hier immer weiter vorgerückt, wenn es auch nur über wenige hundert Meter immer passierte. Aber der Vormarsch auf Bachmut, der dauert an, aus östlicher Richtung und auch aus südlicher Richtung. Wir haben heute hier viele, viele Verwundete gesehen, Zivilisten verwundet, aber auch Soldaten verwundet. Und die Ukrainer, das ist das, was wir heute hier sehen und beobachten können, halten noch die Verteidigungslinien. Aber der russische Druck, der nimmt hier gerade auf Bachmut extrem zu. Das ist die Region, wo die Russen versuchen, immer wieder durchzubrechen. Steffen, wenn ihr die Schalter abbrechen müsst, dann tut ihr das. Hat euch der Bericht gefallen? Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.